Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Ich bin Jule Fink, ich bin Pressesprecherin für das Klima- und Vernetzungscamp hier auf dem Hof Lebensgut Frankenthal und ich werde heute durch die Pressekonferenz leiten. Wir kommen hier diese Woche mit der Klimagerechtigkeitsbewegung, Umweltverbänden und lokalen Initiativen auf dem Lebensgut Frankenthal zusammen, um zu zeigen, dass LNG hier und weltweit nicht das ist, was wir wollen. Aktuell passieren verheerende Fehlentscheidungen in der deutschen Energiepolitik. Seit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 treibt die Bundesregierung den Bau der LNG-Terminals voran. Bis zu 12 sind aktuell geplant, 2 davon schwimmende, sogenannte FSRU, sind auch vor der Küste von Rügen, genauer gesagt vor Mukran, geplant. Das Gas soll dann über eine 40 Kilometer lange Pipeline nach Lubmin laufen und dort in das Gasnetz eingespeist werden. Diese Vorhaben bedrohen die lokalen Ökosysteme, Arbeitsplätze und Lebensqualität und heizen die Klimakrise massiv an. Seit Mittwoch läuft hier auf dem Hof ein Klima- und Vernetzungscamp, das den sofortigen Baustopp der LNG-Terminals fordert und eine sozial-ökologische Energiewende fordert. Bei buntem Programm, Diskussionen und Workshops kommen wir hier nicht nur mit dem lokalen Widerstand in den Austausch als Klimagerechtigkeitsbewegung, sondern es gibt auch Schalten über den Atlantik hinweg mit dem Widerstand gegen die Exportterminals, zum Beispiel in den USA. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Camps nochmal ganz herzlich beim Lebensgut Frankenthal bedanken, dafür, dass wir hier zum zweiten Mal sein können. Wir waren schon im Mai einmal hier und das Camp passt sehr gut an diesen Ort, der ein Ort ist, an dem über die Zukunft eine sozial-ökologische Wende nachgedacht wird und auch diese praktiziert wird, mit Seminaren und kulturellen Angeboten für die Menschen in der Umgebung. Wird hier ein Wandel gelebt. Der Ort ist auch sehr wichtig für die Vernetzung auf Rügen. Unter anderem hat sich hier auch die Initiative Lebenswertes Rügen gegründet, die auch heute sprechen wird. Ich werde Ihnen jetzt nun das Podium vorstellen. Zu Beginn spricht Stefanie Dobelstein von der Initiative Lebenswertes Rügen. Die Bürgerinitiative hat sich hier auf dem Hof im Juni 2021 gegründet. Sie ist ein offener Zusammenschluss aus engagierten BürgerInnen der Umgebung, Initiativen und Verbänden. Und unter anderem setzt sie sich ein für die uneingeschränkte Mitbestimmung bei Großprojekten sowie für den Erhalt der biologischen Vielfalt auf Rügen. Willkommen. Anschließend wird Melina Präsentin von der Deutschen Umwelthilfe sprechen. Die DOH setzt sich als gemeinnützige Umwelt und Verbraucherschutzorganisation für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ein. Sie kritisiert den Bau der LNG-Terminals, insbesondere aufgrund der zu erwartenden Überkapazitäten und der fehlenden Transparenz. Die DOH hat gleich mehrere Klagen eingereicht, unter anderem wegen der massiven Schäden für sensible Ökosysteme in der Ostsee, die durch den Bau der Terminals verursacht wurden. Auch willkommen. Danach spricht Professor Dr. Christian von Hirschhausen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung an der TU Berlin. Das DIW oder in Berlin. Das DIW ist eines der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland. Im April 2022 hat es in einer Studie belegt, dass der Ausbau der Gasinfrastruktur zu Überkapazitäten führt. Eine Anschlussstudie 2023 kam erneut zu dem Schluss, dass die LNG-Kapazitäten weder energiewirtschaftlich noch klimapolitisch sinnvoll seien und daher so schnell wie möglich gestoppt werden sollten. Heute Morgen hat das DIW eine im Auftrag der Deutschen Umwelthilfe durchgeführte Studie veröffentlicht. Die Studie wurde auch zusammen mit der Technischen Universität Berlin und Fossil Exit durchgeführt. Und diese zeigt, dass die LNG-Terminals nicht für die Energieversorgung in Ostdeutschland oder Osteuropa notwendig sind.
Herzlich willkommen. Danke. Als letztes wird Charlie Dietz sprechen. Sie ist Pressesprecherin von Ende Gelände, einem Aktionsbündnis, das seit 2015 Massenaktionen zivilen Ungehorsams durchführt, oft mit mehreren tausend AktivistInnen. Damit hat Ende Gelände maßgeblich zur Debatte um den Kohleausstieg, Klimagerechtigkeit und Kapitalismus Kritik beigetragen. Ende Gelände kämpft für den sofortigen Ausstieg aus allen fossilen Energien, initiiert große Protestaktionen gegen Kohle und fossiles Gas und organisiert den Widerstand gegen LNG sowie Bewegungscamps. Herzlich willkommen.